Yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Little Nightmares. Wahahaha. Im letzten Part haben wir schon einiges erlebt mit diesen komischen Blutegeln. Falls ihr den Part nicht angeschaut habt, so macht das doch jetzt gleich am besten. Mich hat das Game auf jeden Fall ordentlich geflasht. Ich hoffe natürlich euch auch. Wenn ihr mir das zeigen wollt, dann gebt mir doch gleich mal einen kleinen Like auf dieses Video. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, machen mal weiter hier, indem wir, wie ein Rapunzel an den Haaren, beziehungsweise hier einfach an diesen zusammengeknoteten Bettlaken hochgehen. Und irgendwie war da schon ein Monster, was wir gesehen hatten. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht gleich gegen den kämpfen müssen. Wenn ja, dann wird das ganz krass werden. Safe Point haben wir auf jeden Fall schon mal. Das könnte durchaus übel werden. Habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Angst. Eine Ratte. Und Kloß. Und eine Menge Klopapier. Ich hoffe mal, das dreilagige. Alter. Okay. Kleiner Stromstoß. Jetzt ist er auf jeden Fall wach. Der Gute. Für einen neuen Part. Ja, ja. So ist das. Okay, also wir müssen auf jeden Fall den Strom ausschalten. Wir gehen mal hier hoch. Was natürlich nicht geht. Ist klar, ich wollte jetzt eigentlich mal auf Slow. Kann ich die Tür wieder schließen? Ja, genau. Nämlich dort ist der Schalter versteckt. Und ich gehe davon aus, dass wir die Kiste dort hinrücken müssen. Und so ist es auch. Boah, ich bin echt gespannt, was mich in diesem Game so erwarten wird. Also, bis jetzt geht es ja schon gut ab. Ist es auf Zeit? Ja. Geht es jetzt wieder an, der Strom? Und ich höre ja gerade keine Musik. Passiert hier was? Okay, ein Kinderzimmer. Und hier ist wieder der Strom an. Okay. Muss ich hier das Karussell irgendwie anschieben? Ja. Oder? Oder auch nicht. Aber ziemlich cool. So, was passiert hier? Hier kann ich das Ding aufmachen. Hier nicht. Hier hoch könnte ich vielleicht auch. Aber bringt mir das was? Eigentlich nicht, oder? Also es bringt mir ja wahrscheinlich gar nichts so. Die Rampe könnte ich... Achso, mit der Rampe komme ich dort hoch. Vielleicht ist dort ja noch ein Stromschalter. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass ich... Hallo? Habe ich hier jetzt noch irgendwas? Kann ich das festhalten? Also wir kommen ja auch nicht mehr zurück. Also wir müssen was in diesem Raum machen. Hier ist ein Auge abgebildet. Mit dem Ball kann ich jetzt auch nichts machen. Das werfe ich nochmal um, aber das bringt mir auch nichts. Moment, Leute. Also, wir haben auf jeden Fall die Rampe. Damit kommen wir dort hoch. Was mir jetzt wahrscheinlich nichts bringt. Okay, die Bahn haben wir jetzt auch umgestoßen. Das ging mir sowieso ein bisschen auf den Sack. Aber sonst... Wo soll denn hier ein Stromschalter sein? Oder kann ich das Regal irgendwie verschieben? Nein, ne? Nee. Regal kann ich nicht verschieben. Aber weil hier die Hände abgebildet sind. Okay, mich portet es hier irgendwie weg die ganze Zeit. Okay. Kann
ich das hier wieder nach draußen? Nein, das kann ich auch nicht nach draußen. Aber ich komme doch gar nicht hoch, oder kann ich hier drauf springen? Nee, das bringt mir doch gar nichts. Bah. Nee, da kann ich doch auch nicht drauf. So, was macht das jetzt? Oder kann ich dort ganz oben hin, wenn ich ganz schnell bin? Los! Ah, nein, kann ich auch nicht. Aber dort oben ist doch ein Stromschalter, oder? Nee, ist keiner. So, und die Rutsche kann ich ja auch nicht verschieben. Oder ist ja vielleicht doch... Little Nightmares zwingt mich schon in die Knie. Aber ich kann doch hier nicht hochklettern, oder? Ich meine, hier kann ich jetzt ja auch nichts machen mit dieser komischen... Und hier ist ja auch kein Schalter, hä? Also jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen, weil ich sterbe jetzt hier, ne? Ja, ist klar. Oder hätte ich doch durchwaschen müssen? Ich habe mich jetzt einfach mal gekillt. Ich glaube, ich fange jetzt wieder im ersten Raum an. Ja. Okay, ich würde sagen, wir waschen jetzt einfach mal durch. Es könnte ja durchaus möglich sein, dass ich hätte einfach durchlaufen müssen. Ja, machen wir die Tür wieder zu hier. So. Ach, Mist. Wieder einen Klokarton holen müssen wir. So. Schnell durch, schnell durch, schnell durch, schnell durch. Los, 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 los. Action, 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 Action. Let's go. Jawohl. Okay, also gerade so geschafft wirklich. Also mussten wirklich durchwaschen, okay. Also nicht schlecht. Also waren wir tatsächlich in diesen Raum gefangen sogar. Kann ich irgendwie rein? Nee. Kann ja nirgendwo rein. Aber ich probiere jetzt mal trotzdem alle Türen auf. Es kann ja sein, dass irgendwo ein kleines Secret ist. Aber anscheinend nicht. Nein. Was war das? Oh. Ein Auge? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es mich nicht sehen darf. Aber wie komme ich denn da hin? Aha. Okay, alles klar. Wir beobachten jetzt das am besten mal ein bisschen, wo es hingeht. Also es wechselt anscheinend nicht seine Richtung. Okay, dann... Let's go! Uah! Oh, gut. So, und dort kann ich anscheinend... rein, aber hier komme ich doch gar nicht hoch, oder? Nee. Ey, hätte ich jetzt hier noch irgendwas holen müssen? Aha, nee, gut, alles klar. Dummheit war es wieder mal bei mir. Save Point auf jeden Fall schon mal. Kann ich hier hochklettern? Nein. Und hier rüber springen? Oh Gott. Schlechter Jump. Aber müssen wir dort rüber? Aber andererseits... Oder muss ich hier komplett vor? Also ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich hier irgendwelche Scheiße mache, aber... Dort kann ich doch gar nicht weiter, oder?
Aber hier ja auch nicht. Hier gibt's nichts. Nein. Außer das komische Auge. Und anscheinend werden wir dann... Uah! Oh! Lol. Ah, dort kann ich anscheinend weiter. Hä, aber ich hab doch gerade einen Savepoint gemacht. Okay, verstehe ich nicht. Aber wieso ist jetzt das Auge auf mich gekommen? Also das war doch noch nie in dem Winkel. Oder darf ich nicht zu viel Lärm machen? Los, schnell, schnell, schnell. Also es könnte durchaus möglich sein, dass ich dorthin muss. Aber eigentlich würde ich jetzt fast schon mal denken, müssen wir doch hier hin. Aber ich gehe jetzt mal dort vor nochmal. Mal gucken. Wieso hat er mich jetzt getroffen? Oh Mann, ey. Also Leute, das wird jetzt wieder mal eine ganz harte Nuss. Entweder, ich werde es jetzt nochmal so machen, dass ich nach ganz rechts erstmal gehe, beziehungsweise geradeaus. Ich gehe jetzt komplett geradeaus, weil nach unten gucken kann er ja nicht. So. Ach doch, in dem Winkel ist er tatsächlich immer. Dann jetzt los. Ich kann aber nichts machen. Ich kann nichts machen. Aber hinter dem Bett kann ja wohl nichts sein, oder? So, jetzt gehen wir nach ganz links, mein Sportsfreund. Okay. Also müssen wir doch nach rechts gehen, aber... Was haben wir denn hier übersehen? Ich komme doch gar nicht weiter. Oder kann ich hier irgendwas aktivieren? Ach, wenn ich die Kerze... Kann ich die Kerze umstoßen? Oder passiert was, wenn er... Das kann natürlich sein. Wenn er die Kerze sieht, weil irgendwas brennt. Ah, jetzt komme ich ja nicht mal hoch, oder was? Boah. Fuck mich nicht ab. Jetzt. Vielleicht ist es gar kein Safe Point, sondern... Aha! Oder? Nö. Lol. Nö, nee, ich kann ihn nicht bewegen. Das ist ja lustig. Schade, ich hätte jetzt echt gedacht. Ach, ich kann hier hochklettern. Ich Vollidiot. Oh nein. Fail. Ja, alles klar. Aber warte mal. Ich will ja eigentlich mal zu dem Sträuch hier noch. So, wo führst du mich denn lang? Ist es eine Geheimbase oder? Ich hoffe mal schon. Ja, sieht so aus. Sieht aus wie ein kleines Secret. Hallo, wer bist denn du? Ja. Ja, nu? Kann ich dich hochheben? Hab ich den geküsst? Alter. Okay. Aber hier ist auch eine Safe Point. Also sonst kann ich ja nichts machen. Der folgt mir wohl, oder was? Nee, folgen kann er mir nicht. Ja, toll, nu? Jetzt bin ich hier gefangen, oder was?
Ah ne, hier kann ich wieder weiter, oder? Hier ist nochmal so ein Auge. Aber ja, komme ich doch gar nicht hoch. Ach doch, okay. Ich habe mich nur nicht festgehalten. Alles klar. So, dann wieder jetzt zurück zur Kerze. Entschuldigung, Leute, auf jeden Fall, dass ich hier so mich so dumm in dem Spiel anstelle. Aber das passiert. Nur so lernen wir hier das Spiel richtig kennen. So, jetzt geht's wieder hoch. Ach, boah, das war knapp. So, hier sind wieder Haufen Türen. Und ein Schlafzimmer. Und wieder so eine Figur hier. Ich weiß halt leider nicht, was es mit den Figuren auf sich hat. Und hier ist wieder Haufen Blut. Oha. Und hier kann ich doch bestimmt drauf springen. Aber was bringt mir das? Nix. Anscheinend. Ging es denn jetzt hier rechts weiter noch? Hier ist jetzt ein Tresor oder irgendwas. Kann ich aber auch nicht aufmachen. Aber es geht auf jeden Fall hier weiter. Ja. Okay, also war das nur... Oha. Wow! Alter! Was ist denn das? Hier unter das Bett. Lol. Oh, ich darf kein Licht anmachen. Oh Mann. Oh Mann. Und er geht raus. Boah, Leute. Nein. Doch, er geht raus. Boah. Leute, also ihr merkt, es geht jetzt wirklich richtig los in Little Nightmares. Und über mir sind Kinder, merke ich gerade. Aha. Also, falls euch der Part gefallen hat, gebt mir doch mal einen kleinen Daumen und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Und ciao, euer Bashix.